So, Weltmeisterschaftsqualifikationsrückspiel DDR-Österreich vor 14 Tagen. Ich sagte es beim 1:1 in Wien. Ich sagte aber noch nicht, dass dort die Österreicher sehr gut spielten und die DDR überraschend schwach, besonders in der Abwehr, sodass man also den Österreichern heute für das Rückspiel in Leipzig ganz gute Aussichten einräumen musste. Einige tippten sogar, oder viele eigentlich, sogar auf Sieg für Österreich. Ein Unentschieden, wie die Tabelle der Gruppe 3 hier zeigt, zur Weltmeisterschaftsqualifikation, würde die Österreicher bereits in eine sehr günstige Ausgangsposition bringen. Die DDR musste eigentlich gewinnen. Rolf Kramer kommentiert die wichtigsten Szenen dieses interessanten Spiels. Es ist ein Spiel zum Wachbleiben, verehrte Zuschauer, auch wenn es gegen Mitternacht geht. Tempo- und Torszenen über 90 Minuten. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte knapp 30 Minuten. Consilia, der Schlussmann, der Österreicher. Verbissene Zweikämpfe, hautnahe Deckung, beinhart, fast Fuß an Fuß. Schiedsrichter war Mr. Foot aus Schottland. Sie erkennen die Österreicher an den dunklen, an den roten Trikots. Das ist Sara. Häfner. Löwe mit der 10, der einzige neue Spieler in der DDR-Mannschaft im Vergleich zu Wien. Wieder Häfner. Prohaska, der neue Mann bei den Österreichern. Ein glänzender Techniker, Sie sehen es hier. Er spielt für den gesperrten Krankel. Verstärkt das Mittelfeld. Weber mit der 5, Senekovic, der Trainer der Gäste, und wieder Consilia. Fast 100.000 Zuschauer im Zentralstadion in Leipzig, Schade mit der 6. Und der Spielstand nach 15 Minuten. Wir zeigen Ihnen die nächsten 10 Minuten ungekürzt. Weise, der Vorstopper. Und jetzt ein kluges Durchspiel hinaus auf den Flügel. Löwe, Hoffmann. Das ist Stering mit der 7, ein zurückhängender Rechtsaußen. Die Österreicher mit einem sehr kompakten Mittelfeld, dann immer wieder blitzschnell in der Spitze. Lindemann in seinem zweiten Länderspiel. Ein neues Gesicht in der DDR-Auswahl. Ideale Bedingungen im Zentralstadion. Das Spiel hatte um 17.30 Uhr begonnen. Ein milder Herbsttag, 15 Grad die Temperaturen. Dörner, der Kapitän, der Fußballer des Jahres. Das ist Kreuz, die eine Spitze von Feyenoord Rotterdam. 5 sogenannte Legionäre in der Mannschaft. 3 Spieler aus der Bundesliga. Jara aus Duisburg, Hattenberger vom VfB Stuttgart und Hickersberger aus Düsseldorf. Das ist Sara. Hickersberger. Prohaska, der glänzende Techniker. Petzai, den man in Österreich ab und zu vergleicht mit Franz Beckenbauer.
ein indirekter Freistoß. Stering mit der 7. Viele Bälle mit Effet, auch hier. Und Kreuz, der wuchtige Mittelstürmer, der hier nicht hoch genug stieg. Wir werden diese Szene, glaube ich, hier noch einmal sehen in der Zeitlupe. In Wien wesentlich gefährlicher, zusammen mit Krankl, vor allem bei hohen Bällen. Szenen, in denen die DDR-Abwehr immer wieder Schwierigkeiten hatte. Das war mitentscheidend heute, dass die Spieler aus Dresden und Magdeburg hinten wesentlich besser standen. Concilia, der hier von Hoffmann unfair attackiert wird im Torraum. Freistoß. Concilia, der vor 14 Tagen den Ausgleich mit verschuldete, erhielt die Bälle zu lange. Beim Abschlag wurde zurückgepfiffen. Es gab einen indirekten Freistoß, der dann zum Ausgleich führte im Praterstadion. Hickersberger. Prohaska, alle Österreicher sehr, sehr stark am Ball, im sich behaupten, auch im Zweikampf. Der kleine Stering. Krieger, der Libero aus Brügge. Hattenberger mit der 6. Petzai. Und das ist Jürgen Kreu. Einer der erfahrensten Torhüter überhaupt. 82 Länderspiele. Hattenberger. Kiesche mit der 2. Vielleicht der schnellste Verteidiger, den es gibt in der DDR. Mit der 9 Kotte, der später ausgetauscht wurde. Lindemann. Nicht dabei übrigens ein Spieler, den Sie vielleicht erwartet haben, Sparwasser. Diese Szenen gab es nur ganz selten in diesem Match. Beide Mannschaften konnten kaum einmal verschnaufen. Breitenberger. Ein Foul von Hattenberger im Kampf um den Ball. Die Folge war eine gelbe Karte. Wir sehen die Szene noch einmal. Die Abwehr der DDR nicht unverwundbar, wie schon im Hinspiel hier. Das Foul und die gelbe Karte. Das ist Hattenberger. Kreu, der Mann aus Zwickau, Diplom-Sportlehrer. Mit Sicherheit einer der erfahrensten und besten Torhüter in Europa. Dörner, der Libero. Concilia. Er braucht sehr lange, bis er sich vom Ball trennt.
Weber gegen Stering, der den Ball sehr, sehr klug abschirmt, der kleine Österreicher. Sehr selbstsicher, sehr selbstbewusst das Auftreten der Rot-Weißen im Zentralstadion. Schade, mit der 6 und sehr kurz geführter Spiel vom Unparteiischen von Mr. Foot. Sicherlich zu Recht. Es gab zu Beginn einige Szenen, die wir Ihnen nicht gezeigt haben. Wo von beiden Seiten, das ist wieder Trainer Senekovic, einige Fouls im Spiel waren, die Folge, die Reaktion des Schiedsrichters, das Spiel sehr kurz zu führen. Weise, der Vorstopper. Dörner. Hoffmann. Kiesche. Zu kurze Faustabwehr. Schade. Da fehlte nicht viel. Der Mittelfeldspieler, der nach der zu kurzen Faustabwehr von Consilia hier zum Kopfball kommt. Pass von Löwe. Das sind Bilder etwa aus der 30. Minute. Das Tempo unverändert hoch. Jörg Buschner, der zweite von links. Erstaunlich, wie geschickt sich die Österreicher immer wieder freispielten. Die Gastgeber hatten die größeren Anteile im Mittelfeld, den größeren Druck und dann immer wieder diese Konter. Abseitsposition von Hickersberger. Aus dieser Kameraperspektive nicht klar zu erkennen. Und dann dieser Freistoß. Möglichkeit für Löwe. Das war in der 42. Minute. Hier kommt die Chance, eine Reflexbewegung von Consilia auf der Linie. Und dann einfach trotz dieses Absatzkicks kein Durchkommen mehr. Petzai. Die Gäste hatten sich optimal auf dieses vorentscheidende Spiel vorbereitet, wie schon in Wien. 6 Tage Trainingslager.
Jara, der Duisburger. Die DDR leichter Favorit, heute aus einer sehr sicheren Abwehr heraus spielend. Das hatte natürlich Auswirkungen. Das Mittelfeld wirkte kompakter als in Wien und auch die Spitzen wurden besser in Szene gesetzt. Kurz vor der Pause. Kiesche, der Außenverteidiger. Lindemann. Beeindruckend immer wieder dieses Umschalten, hier über Hickersberger. Petzai. Das Öffnen des Spiels. Österreich bot an diesem Nachmittag in Leipzig sicherlich das beste Auswärtsspiel seit vielen, vielen Jahren. Prohaska, Doppelpass. Der Spielmacher der Wiener Austria, der in der ersten Begegnung erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, Prohaska, eine wesentliche Verstärkung an diesem Nachmittag. Glänzend die Reaktion von Consilia. Wir zeigen Ihnen noch diese Phase kurz vor der Halbzeit ohne Kürzung. Schade. Und der glänzende Torhüter aus Innsbruck. Die weite Kreuzflanke, das Verpassen, das Raumverkürzen und die Parade. Es ist Hickersberger. Null zu null der Spielstand. Ein Fehlschlag von Libero Dörner. Solche Bälle waren vor 14 Tagen im Praterstadion des Öfteren zu sehen.
Fehlschläge, zu kurze Rückgaben mit der 6 Hattenberger. Kreu. Österreich spielt ja seit fast 2 Jahrzehnten im großen Fußballkonzert. Nur die 2. Geige zum letzten Mal bei einer Weltmeisterschaft. 58 in Schweden. Gescheitert in den Qualifikationen, auch bei den Europameisterschaften. Aber seit etwa einem halben Jahr mit einer neu formierten, sehr starken Mannschaft. Stering. Schade. Vorteil hier in dieser Szene. Lindemann und Sarah, der Kapitän der Österreicher. Die Gastgeber mussten dieses Spiel gewinnen. Sie hatten eben Frühsommer in Dresden gegen die Türkei nur ein 1:1 erreicht. Sie standen mehr unter Zwang als die Gäste aus Österreich. Es ist Weber, der linke Außenverteidiger. Petzai. Hattenberger. Kurz vor der Pause. Vor der Pause die 1:0-Führung für Österreich. Von Petzer in die Gasse gespielt, Hattenberger, der Mann vom VfB Stuttgart, vorbei an Kreu. Die 1:0-Führung für die Gäste. Der Torschütze. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause und dann nach dem Wechsel. Prohaska, Hattenberger. Die 51. Minute. Die DDR musste nun offensiver spielen, bot dafür mehr Raum, wenn die Österreicher geschickt konterten. Wie hier zum Beispiel mit Breitenberger. 52. Minute, Reflex von Kreu. Es hätte das 0:2 sein können. Sie sehen es im Spreitschritt, den Ball über die Latte. Sarah, der Kapitän, Hickersberger. Enorm das Selbstvertrauen in dieser Phase. Stering.
Weise. Schade. Und der Ausgleich. Löwe in der 51. Minute. Glänzend herausgespielt, der Pass in die Tiefe von Schade. Und dann ähnlich wie beim 0:1 vorbei am Torhüter. Der Mann, der neu in die Mannschaft kam, der 32-jährige Löwe aus Leipzig, erzielt hier nach 6 Minuten der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Glänzende Angriffszüge nun von der DDR-Mannschaft, vielleicht etwas zu viel durch die Mitte. Das galt nicht nur für diese Szene. Es war ein außergewöhnlich gutes Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft. Das gilt sowohl für die Fairness beider Mannschaften, das muss man dick unterstreichen, als auch für die reine Klasse dieses Spiels, vom Tempo, von der Dichte her, eine Fülle von Torszenen. Kotte, der später ausgetauscht wurde in den letzten Minuten, der Mittelstürmer etwas umständlich, sicherlich das größte Problem für Trainer Georg Buschner, die Spitzen, aber für welchen Trainer gilt das nicht? Schade, der große Spielmacher an diesem Nachmittag. Dörner. Dann der neue Mann, Riediger. Ein junges Gesicht, ein neuer Mann mit einigen Länderspielen, der viel Druck brachte. Hier zum Beispiel eine Riesenchance, Mitte der zweiten Halbzeit. Kasperger. Immer noch, Sie sehen es, hautnahe Deckung. Ein Schuss von Sara, dem Außenverteidiger. Riediger. An den Pfosten eine Szene, die wir leider nicht noch einmal sehen können. Der Ball war nicht haltbar für Consilia. Und dann die letzte Minute unserer Aufzeichnung. Spielstand 1:1. Es ist müßig darüber zu diskutieren, ob dieses Ergebnis verdient ist. Die DDR zweifellos mit mehr Druck, mit den größeren Spielfeldanteilen, die Österreicher technisch in der reinen Ballbehandlung überlegen, aber auch erstaunlich stark im sich behaupten in den Zweikämpfen. Und das war sicherlich ausschlaggebend für diesen Spielstand. Noch einmal die Gastgeber. Mit Löwe. Hoffmann, Dörner und Consilia. Die Gäste hielten noch konditionell voll mit in den letzten 10-12 Minuten und so blieb es am Ende beim 1:1. Österreich hat nun eine glänzende Ausgangsposition, ein Unentschieden in Izmir gegen die Türkei. Ende des Monats würde schon reichen, um bei der Weltmeisterschaft im nächsten Sommer in Argentinien mit dabei zu sein. DDR gegen Österreich in Leipzig, also 1:1 unentschieden. Zurück zu Dieter Kürten. Ja, vor diesem Spiel war nicht selten zu hören,
Bei einem erneuten Unentschieden zwischen diesen beiden würden sich die Türken ins Fäustchen lachen. Wieso eigentlich? Es lachen erstmal die Österreicher bei dem Tabellenstand in der Gruppe 3. Die Österreicher Rolf Kramer sagte, es müssen noch in Izmir gegen die Türken spielen.